Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei Ark Nomaden. Wir sind immer noch auf unserer einsamen kleinen Insel. Zwischen dieser und der letzten Folge ist einiges an Zeit vergangen, wo wir hier unseren Biber weitergezähmt haben. Der braucht länger, als wir dachten. Aber naja, wir sind tapfer, wir halten durch. Und wir sind ja auch immer noch vollzählig. Der Anubis ist da. Moin Moin. Der Xa. Moin. Der Balu. Servus. Der Sanitöter. Hallo. Und der Phil. Ja, hallo. Hallo. Uhuhu. Und ich fliege jetzt mal mit dem Koja-nervenden Vogel. Ich habe ihn jetzt einfach der Koja-nervende genannt. Ja. Final Fantasy 14 Stream hinterlässt Spuren. ich fliege mal los und schaue mal, ob ich ein bisschen Eisen finde. Irgendwo, ich kenne mich hier gar nicht aus. Weil ich vielleicht Glück habe, hier oben auf dem Bogen. Aber ich glaube, auf dem Bogen ist nichts. Na was, suchst du? Unten sind nochmal welche Narkosebären? Eisen. Eisen, da habe ich ja eigentlich ziemlich in der Gegend rumgeplündert. Da müsstest du eigentlich zum nächsten größeren Berg fliegen, um wieder was zu finden. Oh, das freut mich aber riesig. Du kannst ja auch ins Schneebiom fliegen und da was holen. Es hat geheißen, wir brauchen Limestone. Und dann brauchten wir Eisen und dann habe ich da halt mal ein bisschen aufgeräumt. Toll. Wir hören die Freude. Goja, ja, Stimme. Total. Wir brauchen Gammelfleisch. Gammelfleisch ist in den Dinos, da brauchst du nur mal die Rechse und so. Entweder Dino oder im Kühlkasten lag doch auch noch was. Ja, ja, ja. Also Gammelfleisch haben wir mehr als genug, weil die Dinos abklappern, Kühlkasten und so weiter, üblichen Verdächtigen. So, ja, nö, hier wimmelt es überall vor Eisen. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst reinhauen soll. Oh, lauter Eisen. Alles voll mit Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Dann siehst du wahrscheinlich genauso viele Eisen wie ich Büsche. War das jetzt ironisch, oder? Nein, das war verzweifelnd. Ich weiß gar nicht, warum. War ein Xar vor mir los. Ja, wir haben jetzt im Offscreen schon mal angefangen. Unser Boot, beziehungsweise was heißt angefangen? Das eine Boot ist schon komplett aus Zement beziehungsweise Brickwalls. Das heißt, wir haben das stärkste Material, was die Primitiv Plus Mod hergibt. Das sind quasi die Eisenwände der Primitiv Plus Mod, muss man eigentlich so sagen. Ich glaube, die haben sogar auch die Werte, oder? Yep. 25.000 Health, das müsste Eisenwände sein. Die kriegst du auch nicht kaputt mit Werkzeugen. Nee, genau. Also insofern, die Brick Walls haben wir gebaut, unser Boot ist sicher. Ja. Da haben wir jetzt schon echt mal eine ganz gute Grundlage für die nächste Begegnung. Selbst sollten wir verlieren, werden die es verdammt schwer haben, da in unser Boot reinzukommen. Dann die werden uns eher wieder abpressen. Jemand die Tür offen lässt. Ja, eben, wenn wir die Tür zumachen. Und das Ding ist ja, da drin haben wir die Betten. Das heißt also zur Not respawn, abhauen. Das Problem ist, unser Dino-Floß muss ja mit. Ja, das ist halt, das ist natürlich die Gefahr, dass du deine Dinos verlierst. Das naja, gut, aber eigentlich, wenn sie nicht angreifen, sollten die ja auch nicht angegriffen werden. Ja, Theorie und Praxis. Sie könnten uns erpressen, so auf dem Motto, gebt uns ein paar Eisen, dann kriegt eure Dinos wieder. Das ginge natürlich. Das wäre eine Möglichkeit. Bring die doch nicht auf Ideen! Mann, oh Mann, hier werden reinste Taktiken verraten. Ja, der Biber, den zählen wir ja auch nur, apropos Taktik verraten, den zählen wir ja auch nur, damit man Allosaurier später darüber bauen kann. Denn die Allosaurus-Sattel, die sind verbuggt. Ja, das war vielleicht in der letzten Folge auch nicht so ganz klar rübergekommen. Die Allosaurier-Sattel sind verbuggt bei der Primitiv Plus, wohlgemerkt. Im normalen Spiel geht's, aber die Primitiv Plus hat zwar die Sattel als Blueprint, man kann die lernen, aber nicht bauen. Und insofern braucht man dann die Biber-Sattel. In diesen Biber-Satteln selbst geht es. Komisch, sollten andere auf anderen Servern auch das Problem haben, craftet neue Biber-Sattel. Auf das, alten sind sie auch nicht drin. Yep, genau, das ist auch noch das Ding. Ja. Das ist echt so ein bisschen, naja, das ist halt die Primitiv Plus, die ist momentan wirklich, die Bugliste ist so ewig lang, aber sie ist auch so cool, dass wir sie natürlich lassen und einfach darauf hoffen, dass die Entwickler da demnächst ordentlich zulegen und was raushauen, was auch funktioniert. Wäre mal nicht schlecht, so zur Abwechslung. Wäre zur Abwechslung schön, ja. Ich weiß gar nicht, ob der Entwickler gerade Urlaub neue macht. Ohne dass neue Sachen kaputt gehen. Ja, das war auch das Lustige, ne? Der letzte Patch, der soll alles fixen. Ja gut, okay, so die Hälfte von den Bugs war vielleicht gefixt und dafür kamen doppelt so viele neue. Und irgendwie ist seither totale Funkstille vom Entwickler. Ja. Hat nichts mehr geschrieben.
traut sich nicht mehr, glaube ich. Also entweder traut er sich nicht mehr, ist im Urlaub oder hat sich von Zug geschmissen. Oh je, letzteres hoffen wir jetzt mal nicht, aber... Nee, das hoffe ich auch nicht. Das Feedback war nicht besonders gut, logischerweise. Es ist auch verständlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar. Aber ich meine, die eine Person, die da dran sitzt... Also das ist eigentlich, das ist viel schön, zu viel für eine Person. Richtig, ganz schön Arbeit, so einen Riesenmod alleine zu stemmen. Wobei es mich halt wundert, der ist ja eingestellt worden von Studio Wildcard, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja? Schon vor geraumer Zeit. Ich dachte, oder das war zumindest... der von der Sender. War das? Nee, das war schon bevor das mit Sender war, war glaube ich schon der von der Primitiv Plus. Kann auch sein, dass ich falsche Informationen habe, aber ich meine, oder war das der von der Valhalla-Karte? Nee, also wenn, dann eher von Sender. Meine ich aber auch. Ganz unabhängig davon, wenn etwas jetzt ein offizieller DLC wird, dann dachte ich eigentlich schon, dass da auch ein Team dahinter sitzt. Kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass der es eigentlich wirklich immer noch alleine macht. Also, fände ich ein bisschen komisch. Ja, nu. So stand es. Irgendwas ist ja immer, Foren. Ne? Eben. Was ich so gelesen habe, steht es im Forum, dass es halt immer noch alleine macht, irgendwie. Wie viele Bären hast du inzwischen? Ich habe ihn gerade ausgeräubert. 77 habe ich gerade noch in der Tasche. Ja, dann nehme ich die mal eben raus, warte. Alter, ich nenne das Dreieck hier gleich in Drive-In oder sowas. Was? Da kommen ja einmal irgendwelche Petris an, klauen mir die Bären aus der Tasche und hauen wieder ab. Weiß gar nicht, wovon er redet. Wobei ich ja gerade einen Drehwurm kriege, weil ich die ganze Zeit im Kreis laufe und Büsche abkrapple. Berries to go. Wieso? Jo. Landet der nicht? Am Wasser landen Vögel fast. Echt fast. Scheiße, ich brauch Hilfe. Okay. Was? Ich hab den Bronto angeditscht. Ach so. Ich komme. Kriegst du mit dem Trike weg. Mit dem Trike, ne. Der kickt mich ja mal weg. Ich komm ja gar nicht ran. Ach so. Du Schande, ich wusste ja gar nicht. Bin schon auf dem Weg. Hilfe. Da sieht man, ich hab zu selten mit der Mod gebaut. Vor allen Dingen, er greift auch das Boot an. Das ist das Problem. Macht das aber keinen Boot? Schaden, oder? Achso, das ist das Dino-Boot. Ja doch, das Dino-Boot ist noch aus Lamba. Aua, aua, aua. Ist aber nur Level 8, da müsste gleich... Jetzt hat er das Boot getroffen. Ja, der eben auch schon mal getroffen. Der geht gerade massiv aufs Boot los. So. Also nee, mir fehlt Stamina. Ich muss Stamina aufhören. Ja. Also ist gut. Ihr kriegt das schon. Packa, ihr schafft das. Ja, müssen wir das Boot mal reparieren. Haben wir auch wieder ein bisschen was, wo endlich ein bisschen Holz reingeht. Ich komme auch in Windeseile zurück. Also ich bin richtig schnell. Sag mal, Stein haben wir noch genug, oder? Ja, das war der Bronto. Erstmal ja. Kann man gleich noch Stein zulegen. Haben wir zurzeit, ja. Braucht man Fleisch oder Leder? Leder noch, glaube ich. Also zumindest jetzt nicht dringend. Am ehesten Leder. Also, wenn überhaupt was. Okay. So. Dann schauen wir doch mal, dass wir hoffentlich... Was macht denn der Biber? Wie geht's ihm dann? Also, er steht noch voll unter Drogen, wie sich das für einen Biber gehört. Und, ein bisschen weniger als ein Viertelfeld noch. Kurser geht high. Kurser geht high. Oh, nee, komm bitte. Was? Den krieg ich doch nie wieder aus dem Kopf raus. so ein zugedrehter Biber. Wir müssen den so im Jamaika-Look anmalen, oder? Mit so bestimmt auch Skins, oder? Kriegt er dann auch Rassas? Leider können wir das nicht. Primitiv Plus, da ist es malen verbuggt. Ja. Was? Ach, ja. Was ist denn hier eigentlich nicht verbuggt? Mal doof gefragt. Das Einzige, was du malen kannst, sind Farbregionen. Freies Malen ist verbuggt. Malen nach Zahlen. Richtig. Und übers Laden? Auch nicht. Auch nicht. Boah. Das war eine gute Reaktion, sehr schön. Boah. Ach Mann, dieser scheiß Stein kam weg damit. Nicht jetzt schneller? Nee, der Vogel ist so lahm. Aber was zum Beispiel gehen, du kannst die Steinwände wie Brick anmalen, damit es nicht so auffällt. Ja, aber dann müssen wir hier noch Farbe kaufen. Müssen wir so und so mal ein bisschen unsere Rüstung färben, damit man nicht ganz so auffallen im Grünwald. Aber eigentlich ist das ist eine Möglichkeit, gute ja. Idee, dann mache ich mich hier gleich mal ans Kochen. Ich komme hier gerade ja eh nicht weg.
Ja, ist eigentlich wirklich eine gute Idee. Da kannst du wieder so ein bisschen schwarz, braun, grün und so. Ja, die... muss halt bloß einer mal aus dem Trike mehr als nur Narkosebären rausholen. Mhm. Ja, schwarz ist momentan eine ganz doofe Idee, dafür brauchst du nämlich Narcoberries und die Narcoberries sind heute sehr gefragt. Ja, aber nicht mehr so wichtig. Der Biber hat momentan genug Narkotik. Da? Ja. Kannst du auch noch einen Stack Eisen nehmen? Dann ist der Vogel leer, ich flieg gleich wieder los. Oh, ja, kann ich machen. Achso, hier ist voll. Hier werden immer noch Bricks in Massen hergestellt, aber gut, machen wir mal. Was wir vorrätig haben, haben wir. Du kannst den Zementmischer Koja, oder? Mhm. Dann kannst ich auch. Du den eigentlich gleich anwerfen, weil die Steel Ingots sind fertig. Dann in den Construction Table, bitte. Ja, dann kann ich auch das zweite Boot updaten, weiter. Jetzt haben wir keinen Eisenbarren mehr, wenn ich das sehe. Ich hab gerade reingeschmissen, die müssen jetzt halt noch durchlaufen. Wo kommt denn eigentlich normales Holz hin? Der Holzschrank ist voll. Bunny, stopp! Weiß ich nicht. In den Biber? Holz, keine Ahnung, wenn es voll ist, schmeiß es in die Forges oder so, keine Ahnung. Beziehungsweise Biber, haben wir eigentlich schon einen Sattel für den? Nein, natürlich nicht. Ich tue es wieder hier nebenan nur das Bettchen, ne? Dass er seinen Zementmischer hat und knuddeln kann. Ist wieder zu gierig? Niemals. So, Zementmischer steht. Das ist gut. Dann kannst du jetzt praktisch alles, was im Fiberschrank liegt, wieder in den Zementmischer stopfen. Mache ich. Gut. Lade ich noch ein bisschen Gerümpel ab. Brauchen wir noch Zement? Oh. Ja. Gerade, glaube ich, ein bisschen dürfte, glaube ich, noch da sein, oder? Ich habe so alles, was ich gesehen hatte, eigentlich verbraten. Ne, Zement braucht man nicht, oder? Wofür? Doch, wir müssen noch Brickballs für das Kochboot machen und auch für davon die Decke. Ja, da braucht man nicht viel. Ich Brickballs gerade wieder bauen, dann schmeiß mir ein bisschen Zement. Ja, mach mal so 10 Stück. Nee, mehr Zement. Ach so, 10 sind immer 15, die rauskommen. Genau, dann habe ich 150, damit müsste ich eigentlich auskommen für die ganze Wende und das alles. Dann baue ich dir gerade nur ein paar Brickballs. Da? Wo willst du die Beeren haben? In die Smithy hätte ich es gerne, den Zement. Beeren in den Kochtopf im anderen Boot. Ja. Ach nee. Doch? Ah, doch. Was jetzt schon wieder? Nicht der Server. Ich habe nur gerade eine Nachricht vom anderen Server gekriegt. Achso. Anubis? Jetzt ist meine... Was, wie? Zement, hier, Smithy. Wird gerade hergestellt. Augenblick, ja, Moment. Gib mir einfach schon mal, was du hast. Darf ich den Nutella-Schnitten schlachten gehen? Ich habe gerade Laune dazu. Nein. Ja. Ich würde auch gerne. Bin dabei. Ach, hier. Was? Was? Das ist so aggro, das gibt's ja gar nicht. Nicht aggro. Ich bin gerade nicht aggro auf den Nutella-Schnitten, ich suche nur ein Opfer. Wenigstens für die Aufnahme benehmt ihr euch jetzt noch, ja? Danach. Hui, deine. Danach ist es egal. Genau. Wie Deibel, benehmen, was ist das denn? Ich hab Bock auf Nutella. Ich dachte, wir sollten uns so fies benehmen. Hast du noch mehr Zement? Ja, komm sofort, Moment. Ja. Haben wir schon eins von diesen komischen Bienendinger? Jojo. Ja? Boden. Irgendwo auf dem Boot. Neben der Händen. Alter. So. Hast du schon mal 20 Wände? Zack, zack, zack. Danke. Ganze schön. Gerümpel wieder rein und weg da. Ja, geh ja schon. So, dann nochmal Eisen. Ja. Aber es sieht, ich glaube, so langsam, muss man sagen, wird cool. Die ersten Farben hast du schon hergestellt, Xa? Warum habe ich noch gar keine hergestellt? Das mache ich jetzt. Sind denn die ganzen Bären in den Kochtopf lagen? Die habe ich rausgenommen, weil ich ja nicht alle Farben kochen will, sondern nur bestimmte Farben. Ja gut, ich habe dir einfach alles reingehauen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was sie brauchen. Ja, deswegen habe ich das wieder rausgenommen, was momentan noch nicht so gebraucht hat. Hier hast du noch also mal rosa. Dann musst du mir sagen, welche Beeren du brauchst. Dann kann ich nur die raussuchen. Ah, jetzt mal. Ja. Green hier.
Ich würde jetzt was hinschmeißen, Xar. Oben ein paar das Bärchen. Die Ballista, also ich finde, das wird ganz gut. Ja, eigentlich habe ich genug, außer du hast noch Nacroberries. Nee. Also, oh, ist der Vogel auch wieder, da, oder? Nee, ist er nicht. Die habe ich umgewandelt. Zement liegt wieder in der Smithy drin. Ja, brauchen wir jetzt gerade nicht, bis die nächsten Bricks fertig sind, aber ich komme gleich zurück, dann baue ich wieder welche. Ich hole jetzt nochmal Eisen. Nacroberries sind am Flug. Xar. Mhm. Oh, ich hoffe, wir haben bald den Biber, dass wir wegkommen. Wir haben uns schon tausendfach im Offscreen geärgert, dass wir den Biber nicht auf das Floß, nicht gelegt, auf haben. Das Floß gelegt haben. Also sowas Dummes. Das war wirklich einfach nur nicht unnötig drüber nachgedacht. Und manchmal ist man einfach drin, weißt du? Machst du einfach nur so, ja komm, Biber, zack. Denkst dir irgendwie, ja, der ist ja schnell fertig. Und dann wird einem erst bewusst, was man da getan hat, ja. Was hast du getan? Ich meine, wir haben die Zähmgeschwindigkeit hochgesetzt, die ist auf 4,5, aber das heißt bei dem Biber in dieser Größe trotzdem mit Major Berries, ja, sagenhafte 1,5 Stunden. Etwas mehr, ja. Und das ist schon, ja. Koja, hm? Wenn du dann herstellen willst, ich brauche nur noch 4 Türrahmen in Brick. 4 Türrahmen, das hat schon gereicht? Ja, das hat schon gereicht. Das hat 20 wirklich Fender? Als hättest du abgezählt. Echt? Ja, als hättest 20 du Wände? Abgezählt. Ich hätte gedacht, das sind wesentlich mehr. Na gut, okay, ja, dann mache ich jetzt 4 Türrahmen und Fenster brauchst du nicht? Nein. Okay. Beim Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob noch jemand die Brickwalls hat, dann baue sie einfach gerade selbst, weil ich bin jetzt gerade losgeflogen. Kann eben welche machen. Dann lernst du sie eben oder so, ne, weil das ist ja ruckzuck. Die Materialien dafür sind alle in der Smithy drin. 82 vom Max-Level, ne? Ja, ja, was hast du? 74 ob Pteranodon. Nee, Pteranodon brauchen wir doch eigentlich nicht mehr, oder? Nee, eben. Also der flog ja gerade nur so mir so entgegen. Ja, ich meine, ne? Wenn dann was Hohes über den Weg läuft, klar. Huch, das war nicht ganz die richtige Waffe hierfür. Ja, ich kontrolliere gerade mal so ein bisschen die nähere Umgebung, ob nicht doch irgendeiner von irgendwo kommt. Ich glaube nicht, dass sich einer traut. Aber wir müssen bald mal in Angriff übergehen, also. Ja, es wird Zeit. Das ist die Frage, wen greifen wir uns? Ja, eigentlich sind die Nutella schon nach wie vor dran, nur sind die noch immer unten im Redwood, das müssen wir halt rausfinden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die sich da unten versuchen, wenn die einen Rex haben, den ein bisschen hochzuleveln, das geht da ganz gut. Ja, da unten, die sind auch ziemlich versteckt, da kommt keiner auf die Idee hinzugucken eigentlich. Wen habe ich denn da? Da ist irgendwer mit dem Argentavis hier unterwegs. Also ich nicht, ich bin weit weg. Nein, ein anderer Tribe. Ich weiß nur nicht wer. Ich hoffe nicht in der Nähe, wo ich gerade mit dem Trike bin. Wahrscheinlich in den Tellerschnitten, die versuchen uns ja immer zu beobachten. In dem Torbogen. Wo sollen? Naja, also die kommen aber immer mit dem Petranodon zu beobachten. Normal schon, ja. Aber mit dem Aventaris brauchen sie ewig bis hierher. Vor allem könnten wir sie leicht runterpicken mit dem Pappvogel. Den habe ich gesehen, wie leicht das ging. Der Pappvogel, der rollt einmal durch den Aventaris durch und dann. Bin ich jetzt völlig geschuckelt? Bist du. Wer ist das? Stelle keine Fragen, deren Antwort du nicht hören möchtest. Genau. Keine Dauerlösung ist das. Im Argentavis. Okay, im Argentavis. Die sind zu dritt. Immer noch. Oh, das muss ich mental. Okay. Dann lass ich ihn ziehen. Ach ja. So, ich komme jetzt mit dem Trike zurück, mir fällt nämlich gleich der kleine Finger ab. Wie viel Brick Vault soll ich denn herstellen? Ich brauche nur 4 Doorframes Brick. Danach bin ich zufrieden. Bin ich jetzt an dem Berg vorbeigeflogen, wo ich war? Doorframes, okay. Ja. Danach ist das zweite Boot fertig. Ich habe jetzt meinen Eisenberg gerade verfehlt. Und dann auch das restliche Zement ruhig da rein. Wollte genau wieder dahin, wo ich war. Da waren so schöne, dicke, fette Eisenfelsen. Jetzt bin ich irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. Irgendwo. Irgendwo. Wenn wir noch weiter nuscheln, versteht uns gleich gar keiner mehr. Dann können wir wenigstens in Ruhe Taktik besprechen, ohne dass jemand rauskriegt. Genau. Planks. Überraschung, Anker. Oh Mann. So, der Dreieck ist wieder zurück.
Merkst du was, es wird später, es geht schon wieder los, ne? Schon wieder ein Bronto angegriffen? Das nein, der Biber ist auf 200 Narkotik runter. Oh, wird. Ich hab doch eben nachgeschmissen. Gut, dass der Xar sich drum kümmert. Ja, man sieht's. So viel zum Thema Absprache und einander dann verstehen, ne? Ich möchte einen Biber machen. Nein? Wie gesagt, ich habe ihn aufgefüllt, habe mich hier einen Kochtopf gestellt und Schade, leider Pech gehabt, ne? Genau. Während du am Biber bist, kocht die Suppe über, ja? Genau. Aber wo ist das Eisen hin? Wo bist du denn? Halt neben dir. Ich schmeiß dir das mal hier vor die Füße, weil ich kann mich keinen Millimeter mehr bewegen. Der Pteranodon legt Eier, das ist nicht mehr feierlich hier. Echt? Zwei Eier hat er gerade gehabt. Hast du noch frischen Zement? Ja. Schmeiß mit raus. Wahr sein. Bin einfach nur blöd. Ich weiß nicht, wo ich. Wo du bist? Nee, wo ich mein Eisen vorhin geholt habe. Das war so eine schöne Stelle. Ich meine, hier ist auch eine schöne Stelle. Lass mich durch, du Idiot! Ist auch eine schöne Stelle, wieso? Aber. Wieso bin war ich das so? Die? Kann sein. Also, ich habe dir jetzt gut Gewicht abgenommen. Also, normalerweise solltest du dich wieder rühren können. Mann, kein Stück. Ich. Jetzt. So. So, und dann rüsten wir. Meinst du, wir schaffen es, noch eine zweite Ballista drauf zu semmeln? Derzeit nicht, nein. Ja, wie viel Eisen braucht man dafür noch, oder was? 300 brauche ich. Ich brauche 300 Eisen. Schau mal, wie viel da ist, wie viel noch rauskommt. Also, ich habe ja eben einen ganz guten Schwung schon mit dem ersten Vogel. Also, 6. 20. Weil ich meine, ich habe 300 Roheisen mitgebracht. Wenn ich das jetzt nochmal mache, dann hätten wir ja die zweite Balliste. Noch Metall hier drin. Also ich habe noch 56 Metall. Und ich krieg noch raus aus dem, was hier noch drin ist, hier nichts. Verteilt's mal, wenn das nicht gleichmäßig verteilt ist. Ja, sind's 79, das heißt, das ist nochmal 30 etwa, 35 und hier 30 sind 60. Ich lad mal die Rechse wieder auf. Da habe ich aufgeteilt in der, ne? Anubis, die 39 sind von den 2. Also ich brauche noch Minimum 200 Metall, Iron Ingot. 200 noch? Ja, ich habe das alles noch hin, was ich mitgebracht habe. Ja, mitverarbeitet. Ich habe eben noch 5 Ballista-Bolts gebaut. Ach so, okay. Weil wir hatten nichts. Wir haben doch nichts. Wir haben ja nichts. Nee, wir haben ja nichts. Falscher Treib. Ach so. Falscher Server, dachte ich schon. Das auch. Okay. Das beides zu. Braucht noch irgendjemand Bären? Im Treib liegen noch welche. So. Apropos Bären, wie schaut's mit dem Biber aus? Ja, der auch. Gut. Läuft. Läuft rum. Ah, genau, läuft rum. Sieht's aus, steigt er noch? Falsche Antwort. Ah, Topo steigt noch. Steigt noch. Ah, ich hab den, keine Ahnung, 20 oder so reingedonnert. Ach, dem geht's gut, der läuft da hinten rum. Hand. Oh Mann, ey. Erwartest du das von uns etwa anders, Koya? Ehrlich? Dreht sich um und winkt, ne? Dankeschön, die Drogen waren toll. Oder, ich komm morgen wieder. Hat gut Biber geschmeckt. Der Biber hätte sagen müssen, danke der Nachfrage, mir geht's gut, ciao. So, jetzt singt der Topo wieder. Komm wieder, keine Frage. So, ich hab mir so mal eine Dröhnung verpasst, das reicht, bis er wieder voll ist. Yo. I just gonna do. Because I got a heart. Because I got a heart. Because I got a heart. So oder? Because I got a heart. So, Boot Nummer 2 ist auch jetzt fertig. Oh Mann. Wir sind nicht geschädigt, ne? Kein Stück. Weed every day. Schön dazu gedröhnter Biber mit einer Tüte im Mund winkel leise. Because I got a heart. Yeah. Hey, Bro. Wir kiffen. Oha. Wir müssen den irgendwie, ich hoffe, das ist bald nicht mehr verpackt, aber ich hätte gern diesen bekifften Biber, den müssen wir irgendwie als Skin hinkriegen. Ich könnte dir höchstens Holzfäller anbieten als Bieder. Und ins Inventar liegen wir 100 Zigaretten, ne?
Oh, ja. Hat irgendjemand schon den Biber-Sattel gelernt? Nein, nein, kann ich also aber. Ich nicht. Warte, ich lerne. Du weißt aber schon, oder? Wie lange das dauert, die Dreckszigaretten zu craften. Ja, nee, hier, also. Ich crafte ihn nicht. Wir leben hier streng nach dem Motto: keiner macht die Drogen, ja? Ah. Okay, also nehme ich jetzt machen. Die Narkotik aus dem Biber raus. Ja. So, also im Küchenboot zwischen den beiden Türen steht ein Schrank, da sind die Farben drin. Yay. Dann machen wir uns in der nächsten Folge, ja, würde ich mal sagen. In der nächsten Folge machen wir uns dann eine schöne Kriegsbemalung. Machen wir uns schön bunt. Oh, ja. Machen wir uns schön bunt und dann gehen wir mal so langsam. Ich hoffe, der Biber ist bis dahin fertig. Da machen wir im Offscreen noch ein bisschen weiter. Fast fertig. Und dann machen wir uns dann mal auf Jagd. Ja. Also das kleine Intermezzo da mit den anderen in der letzten Folge, da das war ja nur, wo ich den Dilo reingeworfen habe. Anubis hat sich ein bisschen gekloppt mit. Wer war noch dabei von Young. Euch? Mit Young. Nee, ich meine, wer von euch noch mit dabei? Der Phil. Mhm. War es aber auch, ja. Wir lächzen alle nach Blut. Wir wollen nach viel Blut. Wir wollen unsere Äxte nutzen. Ach, nach Nutella. Ja. Dasselbe. Ja. Nutella-Vampire sind wir, weißt du? Nutella ist unser Blut. Also, wir gehen auf Jagd in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen. Ich will nicht zu viel versprechen. Auf jeden Fall machen wir uns auf die Suche. Sagen wir es mal so. Bis dahin, macht's gut, ciao. 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 Ciao.